Expedition initialisieren? Oh oh. Das fängt ja schon mal gut an. Ich meine, No Man's Sky sah ja schon immer gut aus. Aber irgendwas hat sich auf jeden Fall noch getan seit meiner letzten Spielsession. Im Jahre 2021 könnte an den ganzen Zusatzmodi liegen, die dazugekommen sind. DLAA, DLSS. Oh Gott, was war das? Sehr schön. So crisp, die Texturen. Könnte natürlich auch daran liegen, dass das hier jetzt meine allererste 4K-Session ist. Das macht auch nochmal ein bisschen was. Und damit abgespacete Grüße, meine werten Weltraumpiraten. Und willkommen zurück zu No Man's Sky. Zu No Man's Sky Adrift, der 13. Expedition von No Man's Sky und meiner persönlich ersten Expedition. Das solltet ihr lesen, falls das ebenfalls eure erste Expedition ist, aber das habe ich schon in einer Testaufnahme gemacht. Ihr könnt ja ruhig das Video pausieren. Wir warten ganz kurz auf euch. Ja gut, ne? Sehr informativ das Ganze. Und den ganzen Kram, den wir jetzt hier im Zuge der Expedition freischalten, den können wir dann mit diesem Spielstand ins richtige Spiel übernehmen. Das geht bestimmt auch mit dem alten Save, aber ich habe keinen alten Save mehr. Ich fange immer neu an. Warte mal, ist doch gleich was Schönes. Kann man hier nicht? Ja. Wahnsinn, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Das machen wir alles unterwegs. Wir halten uns erstmal an die Aufgabenstellung. Wurde mir empfohlen. Mir wurde auch generell empfohlen, als Neueinsteiger die Expeditionen zu spielen. Die eignen sich dafür ganz hervorragend. Und deswegen sollen wir uns zu 75% erstmal an die Aufgaben halten, auch wenn wir 2 Monate Zeit haben, um diese zu absolvieren. Aber trotzdem sollen obendrauf noch 25% Erkundung drauf. Oh, Natrium, Nitrat. Dafür brauchen wir aber den fortgeschrittenen Minenlaser. Den bekommen wir gleich. Keine Panik. So viel kann ich schon mal spoilern. Ja, No Man's Sky Adrift. Ich sage jetzt den deutschen Namen ganz bewusst nicht, vielleicht einmal. Es ist die treibende Expedition, aber ich möchte nicht, dass der Algorithmus mich da falsch versteht. Das könnte zu Problemen führen und die wollen wir natürlich von vornherein vermeiden. Und das Ganze soll sich hier in einem Universum abspielen, welches nahezu befreit ist von der Art von Leben, die wir bisher kennen, aber das sieht hier gerade alles ganz, ganz anders aus mit den Würmern. Aber vielleicht ist das auch nur die Einleitung. Ups, jetzt habe ich aus Versehen gescannt. Mit C. Ja, das ist noch wichtig für die ganzen Kristalle, aber das nehme ich schon mal mit. Ich glaube, das war wichtig für den Treibstoff. Aber sicher bin ich mir da nicht. Das werden wir sehen. Aber das ist bestimmt wichtig. Können wir ja auf dem Weg schon mal abscannen. Danke sehr. Unser Schiff, bitte. Das ist auch ein offener Spielmodus. Soll bedeuten, dass hier andere Spieler rumlaufen. Vielleicht sollten wir uns dementsprechend schon mal vorbereiten. Es gibt ja Gesten. Ah, vorsichtig. Klettern kann er nicht, ne? Oder? Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Wir sollten uns ein paar Gesten auf Hotkeys legen. Hallo, ist sehr wichtig, finde ich. Mache ich auf die 9. Ich würde ja ganz rechts anfangen, aber 0 ist Aufnahme starten. Das führt zu Missverständnissen innerhalb dieses Systems. Okay, danke schön. Zurück. Test 9. Hallo! Aber hier ist keiner. Das andere. Sehr gut. Mehr braucht man eigentlich nicht, um in jeder Situation mit jedem, wirklich jedem Menschen zu reden. Lasst euch nichts anderes erzählen. Damit sind im Prinzip alle Gespräche geklärt. Ah, Meilenstein abgeschlossen. Allein im Dunkeln. Du hast dein Raumschiff erreicht. Ist das schon das Neue, was im Zuge von No Man's Sky Adrift Gameplay Deutsch hier Einzug halten soll? Weiß ich nicht. Wir haben eine Belohnung bekommen. Oh, okay, so funktioniert das. So ein bisschen wie die Seasons bei Fallout 76, ne? Ja, das ist ja cool. Das hätte ich mal viel früher spielen sollen, weil ich eigentlich immer Bock habe auf No Man's Sky. Aber ich hatte es dann irgendwann aus den Augen verloren. So ist das halt leider. Kann man die anderen Seasons nachholen? Weiß ich nicht. Aber erstmal nehmen wir diese Belohnung mit. Ach so, das ist der Kram dann, unter anderem. Ah, fortgeschrittene Minenlaserpläne.
Und den dürfen wir doch sicherlich gleich herstellen. Ja, mit Kupfer, hermetisches Siegel und Metallplatten. Mal gucken, ob wir das noch hinbekommen. Exoanzug hier rüber. Hier ist alles, ne? Wir brauchen Sauerstoff. Kann man anpinnen, ne? X bitte. Kann man mehr anpinnen? Escape zurück. Aber eigentlich wollte ich zurück ins Inventar. Naja. Leichte Verständigungsprobleme. Da sind auch die Metallplatten. Habe ich jetzt beides angepinnt? Nein, wir können nur ein Rezept anpinnen, glaube ich. Aber wir brauchen Sauerstoff und wir brauchen Ferritstaub. Aber Ferritstaub gibt es ja an jeder Ecke. Ich muss auch morgen bei mir wieder Ferritstaub wischen. 50 für eine Platte, aber wir brauchen zwei Platten. So, Minenlaser ist noch ausgewählt. Ja. So, ist das Ferrit? Ne, das ist das an. Oh Gott, oh, das wollte ich nicht. Entschuldigung, stimmt, die gibt es ja auch noch. Blitzwerfer, come on. Mach das mal weg, bitte. Ah! Sie sind hier. Na, ein Glück ist das hier ein, ich sag mal, ein Spieler oder ein Spielmodus, der milde ist. Also für neue und naja, rückkehrende Spieler freundlich. Block! Hau ihn weg! Und zimmern die alle nieder. Das sind die Arachnoiden. Sie sind mir gefolgt. Aus Helldivers 2, aber wirklich. Orbitallaser. Holt den Adler. Wie viele kommen jetzt? Komm schon, Mensch. Ich habe nur ein paar Eier von euch gekillt. Kann man das ausschalten da? Dass ständig, wenn ich irgendwen töte, das angezeigt wird. Ist das möglich? Schwarm löst sich auf. Lampe war Tee. Ja, ich weiß, wie das mit dem Ferritstaub geht. Ich weiß nicht alles, aber ich weiß so ein paar Kleinigkeiten noch. Zack, sag ich ja, überall. Man muss hier nur ordentlich mit dem Swiffers mal lang gehen. Und dann hast du schon genug Ferritstau. So, genau. Schwarze Möbel hier hinstellen. Also schwarze Möbel im Allgemeinen ziehen ja Ferritstaub auch so ein bisschen an, ne? Da hättest du dann auch keine Probleme mehr in Sachen Ferritstaub. Machen wir vielleicht später, wenn wir eine Basis bauen. Alles schön schwarz. Reicht das ja. Für zwei Metallplatten sollte das reichen. Juti! Und dann eh, ne? Block. Schön. Und Sauerstoff. Scannen. O2 bitte. O2. Oh, oh, okay. Kann ich das markern? Nee, das nicht. Echt nicht. Na gut, aber funktioniert der Trick eigentlich noch? Block, ja, der geht noch. Aber nicht gegen eine Wand. Das ist ja schön. Ist das jetzt Lore? Ist das jetzt zum Kanon hinzugefügt worden? Von No Man's Sky? Oder gibt es da jetzt vielleicht eine separate Taste? Ansonsten werde ich auch die Expedition komplett ohne Mod spielen. Ich glaube, das geht trotzdem. Man kann mit Mod spielen, aber nicht, dass das irgendwie als Cheaten ausgelegt wird und ich gesucht werde oder so. Das möchte ich nicht nochmal haben. Da unten. Das Pflänzchen aber, ne? Ja, okay, das ist das Pflänzchen. Mhm. Block. Danke sehr. Auto. Auto, Auto, Auto. Da hinten. Schneller. Ach, das ist so schön mit dem Jetpack. Okay, 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 okay. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wir sterben. Also, das ist nicht in Ordnung, aber naja. Das ist handelbar. Das wollte ich damit sagen. Ganz schnell. Ist alles voll mit den Würmern. Wir werden wahrscheinlich noch in das handlungsgebende Universum von No Man's Sky Adrift hineintauchen. So, können wir jetzt? Ist durch. Ach nee, Kupfer fehlt auch noch. Das war anders zu erscannen, ne? Nicht mit dem Scanner. Das war hier richtig. So machen wir das. Und das können wir markieren. Das ist ja toll. Und immer schön mit der kleinsten Bubble abbauen. Sonst verschwendet man Material. Das habt ihr mir beigebracht. Während unserer letzten Session. Abbauen. Kleinste Bubble. Genau. Die allerkleinste. Und jetzt schön im Kreis laufen. Wobei, vielleicht wurde das auch irgendwie genervt oder so. Dass das nicht mehr so ist, dass man jetzt trotzdem. Oh Gott, Hilfe! Es ist dein Kupfer, ich verstehe. Aber wir brauchen ein ganz klein bisschen davon. 120 Einheiten. Die Lebenserhaltung, ne? Die Geißel
nicht nur der Menschheit, offensichtlich auch von dieser Alienrasse. Aber später sollten wir uns doch ummodeln können, wie wir wollen, glaube ich. Auf den Raumstationen. Aber die sind ja dann leer. Also im Trailer waren die leer. Deswegen, müssen wir mal gucken, ne? Aber ist bestimmt auch richtig cool, auf so einer einsamen Raumstation rumzulaufen. Es soll irgendwelche Geisterwesen oder so geben. Vage Vermutung. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts Falsches paraphrasiert beim Lesen. Werden wir alles sehen. Meine Güte, das dauert ja hier. Es wird Zeit für einen besseren Minenlaser. Aber ist auch schön. Es hat irgendwas Minecraft-mäßiges. Kohle abbauen ist nach wie vor was ganz Besonderes. Auch bei Minecraft. Oder generell Ressourcenabbau, finde ich. Meine Meinung. Na, geht's noch? Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Wie sieht's aus? Multiwerkzeug. Können wir machen. Bitte installieren. Block, Block, Block. Aus der Asche abgeschlossen. Neue Belohnung verfügbar. Hol deine Belohnung auf der Expeditionsseite ab. Das ist nicht diese Seite. Das ist diese Seite. Könnte man auch überspringen. Aber ich liebe den Soundtrack von No Man's Sky. So sehr. Leider wird er nicht dauerhaft eingespielt hier in-game. Ich glaube, das kann man auch gar nicht beeinflussen im Menü oder so. Jedoch hatte ich mir damals gedacht gehabt, im fernen Jahre 2018, als ich mein ewig langes Let's Play dazu gemacht hatte, dass ich einfach eine Playlist von Spotify abspiele. Das ging auch eine ganze Weile lang gut, aber irgendwann meinte YouTube, nee, nee, nee. Der Song und der Song und der Song, die sind GEMA geschützt jetzt plötzlich. Deswegen unterlassen wir das und freuen uns umso mehr, wenn Musik mal eingespielt wird. Wir können, warte mal, stopp, Upgrade-Module verbessern eine bestimmte Technologie, die du bereits installiert hast. Jedes Modul ist einzigartig. Suche in der Raumstation bestimmte oder seltene Module. In der Raumstation ist das unsere nächste Aufgabe. Upgrade-Module sind bereits gebrauchsfertig und müssen nicht mehr hergestellt werden. Kaufe Upgrades bei den Technologiehändlern. Aber ich dachte, das ist alles tot. Naja, gut. Werden wir sehen. In der Raumstation mit Nanit haben wir vorhin eingesammelt. Nee, Quatsch, nicht in dieser Instanz. Können wir gleich noch machen. Jedes Upgrade ist einzigartig. Sieh dich in jeder Raumstation nach seltenen Upgrades um. Haben wir vor. Jede Schlüsseltechnologie unterstützt 3 Upgrade-Module. Gut. Belohnungen. Diese hier bitte. Speichersignal, persönliche Raffinerie. MK2 Pläne. Hula. Also das Artwork da in der Mitte, das ist ja nice. Das hätte ich ganz gerne in groß. Okay, wir haben genug verdichteten Kohlenstoff. Wir brauchen noch 2 Metallplatten und danach noch Sauerstoff. Kein Problem. Verrät, 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 verrät. Liegt hier überall rum. Block, Block. Ja, wir nehmen hier die kleinen Steine. Das reicht ja erstmal. Und dann noch Sauerstoff. Upgrade-Modul erhalten. Ach, warte mal, stopp, das haben wir schon. Zeig mal, hier. Ah. Ein vorgefertigtes Verkabelungspaket zur einfachen Installation von Kerntechnologie. Verwende E, um den Installationsprozess zu starten. Ein Gerät, das Standardkommunikationssignale eines Raumschiffes umwandelt, um den Transport von Materie und Daten zu ermöglichen. Raumschiffe, die mit einem solchen Gerät ausgestattet sind, können in Verbindung mit einem Exo-Anzug Produkte und Substanzen über weite Distanzen schicken und... Aha, jetzt steht da. 480 Naniten ist das Ding wert, aber wir brauchen es, deswegen installieren. Und das dürfen wir auf dem Schiff dann installieren. Aber nur vor Ort, ne? Richtig, Raumschiff nicht in Reichweite. Dafür müsste man noch einmal nah ran. Kein Problem, kein Problem. Wir kommen ja gleich wieder zurück. Aber erstmal müssen wir unser Multi-Werkzeug ein bisschen aufladen. Nicht mit E offensichtlich, mit der linken Maustaste. Verdichteter Kohlenstoff und schon kann die Party weitergehen. Bist du sicher, dass wir jetzt immer noch alles haben? Ne, wir brauchen jetzt noch, wieder brauchen wir jetzt etwas verdichteten Kohlenstoff. 100 Ferrit und noch etwas, Pinman. Richtig, wird hoffentlich angezeigt, werden wir sehen. Block, Block, Block. Und das brauchst du mir nicht anzeigen.
Nee, eigentlich nicht. Ist okay. Das brauche ich nicht. Ich hätte ganz gerne eigentlich etwas detailliertere, angepinnte Rezepte. Das wäre toll. Da gibt es bestimmt eine Mod. Aber nicht während der Expedition. Nein, nein. Nicht, dass wir von den Wächtern gesucht werden. Aber in der Real World. Das wäre ziemlich uncool. Block, block, block. Komm schon. Ja. Haben wir genug? Oh, Geode. Die könnte man noch analysieren, ne? War das nicht so? Was brachte das nochmal? Gute Frage, nächste Frage. Ferritstaub haben wir genug. Dankeschön. Zwei Plättchen bitte. So. Und jetzt noch ein bisschen verdichteten Kohlenstoff und Sauerstoff. Wie viel genau, das wird uns das Spiel bestimmt dann sagen. C. Verdichteter Kohlenstoff. Da unten. Man möge mich rüber teleportieren. Na, oh, das wird aber ganz schön spät angezeigt. Ich habe aber alles auf Max gestellt. Das Ultra-Settings. Vielleicht muss man da irgendwas modifizieren, eine INI oder so. Oder vielleicht ist das aber auch abhängig von dem prozeduralen Generator hier. Von dem RNG. Na, da ist noch ein bisschen C+. Ein dicker Kristall vielleicht. Block. Ja, den dicken bitte. Der bringt ordentlich Kohlenstoff. Zack. Und zack. Und nu. Sauerstoff da hinten. Oh, du. Can do. Aber wieder nur. Okay. Aber es gab doch auch noch verdichteten Sauerstoff. Irgendwas in die Richtung. Glaube ich, meine ich. Vage Vermutung. Halbwissen aus der längst vergangenen Vergangenheit. Aus dem Jahre 2021. Es war eine andere Welt. Wirklich. Alles war einfach anders. Und so sehr gelogen war das ja nun wirklich nicht. So, da hinten bitte. Gib alles. Mein liebes Jetpack. Also sieht hier beim Jetten in der Third Person schon mal besser aus, als das Jetten in der Third Person von Fallout 76, muss ich sagen. Aber aus der Ego-Perspektive, ich glaube, da hat Fallout 76 die Nase vorne. Können wir ja mal ganz kurz ausprobieren. Das ist auch hier, ne? Zack. Ändern. Block. Einmal bitte jetten. Naja, es fühlt sich ähnlich an. Gleichstand, okay. Aber ich will den Charakter sehen. Block, das war ja auch was ganz, ganz Neues, ne? Oder? Das kam ja auch erst später dazu, dass es eine Third Person gibt. Ach, guck mal, wir sind fast tot. Das ist ungünstig. Das dürfen wir. Ja, sehr gut. Links klicken, nicht E und auch nicht die rechte Maustaste. Jetzt habe ich es verstanden. Haben wir. Haben wir auch den Rest? Nein, noch ein bisschen Sauerstoff. Noch 60 Sauerstoff. C. Da oben. Immer der Nase nach. Das ist aber schon cool, ne? Dass hier so viele Sandwürmer sind. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie 2021 schon gab, aber ich glaube schon. Ich glaube, es gab auch Flugwesen, die man irgendwie kapern konnte und mit diesen dann durch die Gegend fliegen konnte. Aber die Session war viel zu kurz. Ich war gerade beim Urschleim angekommen. Na, es reicht immer noch nicht. 60 habe ich gesagt. Da, aber danach. Aber das Gelbe hier nehme ich auch mit. Das Gelbe vom Ei. Natriumnitrat. Damit kann man auch eine ganze Menge aufladen. Was genau, das müsste ich jetzt nachgucken. Aber irgendwann weiß ich das wieder. So. Ja, jetzt. Da geht doch. Nice, nice, nice. Fertig? Ja. Turbogeladene Technologie. Das hört sich effektiv an. Eine kompakte Erweiterung des Exo-Anzugs, die eine fortschrittliche und dennoch tragbare mittlere Raffinerie installiert, welche direkt von der Exo-Anzug-Schnittstelle des Benutzers aus zugänglich ist. Warte mal, war das nicht eigentlich früher etwas, was man hinstellen musste? Das ist mir dann auch neu. Vielleicht gibt es das auch noch, die Raffinerie, die man hinstellen musste.
Fabrikator hieß das Teil nicht, ne? Ich glaube, es war eine Raffinerie, die man hinstellen musste. Aber so wird das jetzt im Anzug gelöst. Eine neue Technologie. Die Einheit benötigt Treibstoff und kann komplexere Rezepte als die standardmäßige persönliche Raffinerieeinheit verfeinern. Oh gut, das ist gut. Aufladen bitte. Turbo... Oh. Ja, das ist genau das ist es. Du brauchst dafür Energie. Verdichteter Kohlenstoff, mach voll. Und jetzt müssen wir irgendwas Spezielles herstellen. Aber erstmal holen wir uns unsere Belohnung. Hier. Mhm. Lebenserhaltungsgel 3-mal. Signifikantes Lebenserhaltungs-Upgrade. Und signifikantes Bewegungssystems. Das ist, ja, Upgrade. Bewegungs-Upgrade. Oh, cool. Eigenverantwortung. Ich glaube, wir sind hier bald fertig auf dem Planeten. Und dann geht's weiter. Mhm. Ach Mensch, der Soundtrack. Haben wir gemacht. Repariere die wichtigsten Systeme des Raumschiffs. Aber ich will doch die Sachen bauen, die wir hier gerade bekommen haben. Und der Planet ist doch so schön. Erstens freundlich gesonnen. Manchmal. Gucken wir mal. Erstmal rein hier. Startschubdüse. Ja, muss repariert werden, aber erstmal müssen wir repariert werden. Das möchte ich bauen. Natrium, Nitrat und Antimaterie. Das kann man doch selber herstellen. Antimaterie, ne? Da war doch was. Warpze, Antimaterie. Tritium, aha. Tritium gibt's nur mal, ne? War das nicht irgendwie so? Also, ich glaube vorrangig. Oh, ach so, das haben wir schon bekommen. Ich dachte, wir dürfen das jetzt herstellen. Das ist ein einzelnes Modul gewesen. Mhm, ja. Das Modul ist flexibel und exakte Upgrade-Statistiken sind nicht bekannt, bis die Installation abgeschlossen ist. Mach mal, ist doch besser, als es nicht zu haben, oder? Zack. Und das bitte auch. Ah, schön. War das nicht so, dass man die Sachen in einer Reihe aufbauen soll? Damit es besser wirkt? Damit sie synergieren? War da nicht irgendwas? Mhm. Warte mal. Kommst du hier hin? Oder kommst du hier hin? Ich glaube, irgendwas war da. Aber sicher bin ich mir da nicht. Und das könnten wir aber noch bauen. Aber nur mit Antimaterie. Dafür Tritium. Dafür Raumschiff. Und so kommt eins zum anderen, vom Hundertstel zum Tausendstel. Wir müssen das Raumschiff reparieren. Wir brauchen magnetisierte Sphärit 50 und Deuterium. Deuterium? Ist das hier was zum selber bauen oder können wir das Vanilla finden? Also hier ist es zum Beispiel schon mal nicht da. Aber vielleicht müssen wir es hier, ja, wahrscheinlich hier herstellen. Eine Ausgabe? Wissen wir nicht. Wird einem auch nicht gesagt, ne? Das müssen wir rausfinden. Oder? Oder gibt es da nicht irgendwie einen Wiki hier im Spiel? Ja, tatsächlich hier. Hier gibt es alle möglichen Rezepte. Hm, auch Deuterium vielleicht. Das wäre cool. Bin ich auf der falschen Seite? Offensichtlich haben wir noch nicht so viele Rezepte, nämlich gar keine. Nochmal zurück, bitte. Ganz zurück an den Anfang. Mhm. Ah, hier. Materialien und Gegenstände. Zeig mal bitte. Ist hier Deuterium schon eingetragen? Von oben nach unten? Nein. Hier kann ich auch nicht weiterblättern. Nein. Und hier auch nicht. Na, irgendwoher müssen wir uns das doch schließen können. Und ich glaube nicht, dass man hier nach Probieren gehen soll. Pflanzen. So, wo könnte man sich das noch herleiten? Oh. Hier steht es ja. In der Aufgabe. Ich hoffe, das wird auch später dann bei anderen rezeptlichen Sachen dann aufgelistet. Okay, wir halten uns an die Aufgaben. Wie mir empfohlen wurde. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich mein Mikro hier geslappt. Ist es jetzt noch an? Könnt ihr mich hören? Hallo? Ja, ich glaube, es ist noch an. Unwahrscheinliche Flucht. Nein, hier das hier bitte. Magnetisierte Sphärit. Das soll ich raffinieren? Okay.
Aber das gab's doch hier als Vorkommen. Eine Sekunde. Das habe ich doch schon gesehen. Peripher. Kupfer, 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 Kupfer. Eine Sekunde. Verfluchter Staub? Nein. Noch mehr verfluchter Staub. Das ist zu weit weg. Ich laufe jetzt keine 8 Stunden. Ich bin zwar blöd, aber so blöd bin ich nun auch nicht. Da muss ich hin. 300 Meter. Nehme ich. Action. Block, block, block. Ja. Wir müssen schneller werden. Wir brauchen ein Fahrzeug. Kriegen wir bestimmt später. Ich mag es, dass wir jetzt so durchgeleitet werden. Das ist sehr hilfreich für mich als Neueinsteiger. Oh, was war denn das nochmal? Merkwürdiges Vorkommen. Ja. Hat uns die Aufgabe noch nicht gesagt. Wir halten uns an die Aufgabe. Wir haben es gesehen. War es Ascend oder so? Muss ich da was drücken zum Scannen? Weiß ich nicht. Guck mal, wir können auch zoomen. Na gut. Abbauen. Mit dem kleinsten Bubble-Sche. Hier. Nein, die kleinste. Entschuldigung. R ist das, ne? R zum kleiner machen. Ja, R ist kleiner machen. Komm schon, komm schon, komm schon. Aber geht es... Also ich glaube, es geht schon schneller mit der größeren Bubble hier abzubauen. Aber wir würden halt Einheiten bei diesem speziellen Vorkommen verschwenden. Das ist, glaube ich, das Problem. Also sparen wir uns Laufarbeit. Also habt ihr recht nach wie vor. Wer bin ich, an euren Informationen zu zweifeln? Schön. Genau. So, wie viel haben wir? Weiß ich nicht. Ich hätte jetzt ganz gerne ein anpinnbares Rezept, was mir die Gesamtmenge zeigt, die ich schon habe und die ich noch brauche. Upgrade-Modul erhalten. Schon wieder hier? Aus dem Tünnel 4 gerade, oder? Haben wir das schon die ganze Zeit gehabt? Achso, fürs Raumschiff. Ach ja. Wurde jetzt einfach nur nochmal angezeigt als Info, damit wir es ja nicht vergessen. An für sich nicht schlecht, ne? Aber so vergesslich bin ich nun auch noch nicht. Haben wir genug? Reicht das jetzt, Raumschiff? Ja, haben wir. Deuterium. Reparaturanleitung X. Zeig mal bitte. Verarbeite die Wasserstoff mit Tritium oder Silikatpulver in einer Nährstoffraffinerie. Tritium. Das ist meiner Meinung nach etwas aus den Asteroiden, oder? Weiß ich nicht. Gucken wir gleich. Erstmal nehme ich hier die Sauerstoffblümchen mit. Tritium, oder wird das hier zufällig angezeigt? Ha, O2. Ha, das ist die Wasserstoff, ja. Warte mal, Stopp, Minenlaser zurück, bitte. Mhm. Und nun, Exo-Anzug, Raffinerie. Energie ist aufgeladen. Silikatpulver, oh, wir haben 107 Silikatpulver. Ein häufiges Mineralelement, das in den Gesteinsschichten aller felsigen Welten zu finden ist, lässt sich mit einem Terrain-Manipulator leicht abbauen. Es wird empfohlen, die kleinste Bubble zu nehmen. Steht da nicht, aber sollte man dazu schreiben, finde ich. Grabe irgendwo einen Tunnel, um mit dem Abbau zu beginnen. Na gut, pack das da rein. Und hier die Wasserstoff. Wo hat er sich versteckt? Reicht das jetzt? Gib alles. Und jetzt kann ich einfach... Ey, das ist ja großartig. Das ist ja viel besser als früher. Weil es nicht stationär ist. Und hier... Oh, packe. Ein Gravitino-Ball. Gravitino-Ball. Also das mit der Raffinerie ist ja richtig nice. Das ist neu für mich. Absolut. Darf ich den mitnehmen? Oder kommt da die Polizei? Oh Gott! Oh Gott! Okay, wir müssen, um Zeit für die Flucht zu gewinnen. Schande! Das wollte ich nicht. Oh, backe mal, wir müssen... Ja, wir müssen sie alle umbringen. Aber das ist jetzt nicht so gut, ne? Oh, backe mal, die sind zu stark für mich. Wir müssen alle aktiven Wächter eliminieren. Das wird aber eine harte Geschichte hier. Komm schon. Durchladen. Na! Aber wenn wir es übertreiben, kommen die dicken Wächter. Die suchen wieder, aber ich will das da haben. Ich muss es aufheben. Na, Kampfvorräte. Ja, mach sie alle, Mensch. Das sind nur die Kleinen. Und jetzt suchen sie wieder. Hau ab. Schon wieder. Oh Gott, nein.
Das ist nicht gut gelaufen. Ich hatte es vergessen. Es ist zu lange her. Die letzte Spielsession war 21. Die können sich tarnen? Seit wann können die Roboterhunde... Ich bin tot, ne? Ich sollte mich eliminieren lassen. Dann habe ich es zumindest hinter mir. Nein, wir kämpfen. Bis zuletzt. Du Ratte, du. Hundi, wo ist der Hund hin? Kann man die überhaupt abschütteln? Aktive Einheiten 3. Ja, die suchen, aber nur 30 Sekunden. Weg, weg, weg. Also, nein, nein, los. Schande. Oh, das ist ein Mitspieler, ne? Hallo? Nabend. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. So viele Würmer und jetzt kommen auch noch Hunde, die sich tarnen können. Ist das noch No Man's Sky? Ich weiß auch nicht. Aber, by the way, ein sehr schöner Anzug. Däumchen hoch. Ich glaube, wir haben sie abgeschüttelt, ne? Schande. What the heck? Es ist schlimmer als jemals zuvor. Haben wir genug Kram? Deuterium. Achso, müssen wir noch rausnehmen, ne? Sonst gilt das nicht. Schnellübertragung. Block. Nee, ich möchte... Achso, raufklicken und dann... Und dann X. Ah. Und jetzt ein zurück mit der rechten Maustaste. Ich verstehe. War das jetzt genug oder nicht? Mhm. Klappt. Ansonsten braucht man noch ein hermetisches Siegel. Und eine Metallplatte. Oh, Backe. Und Kupfer haben wir genug. Unterwegs sammeln wir noch verdichteten Kohlenstoff. Ionenakku. Oh, Backe, Mann. Aber genug Sauerstoff hätten wir. Können wir einen Ionenakku herstellen? War doch hier, ne? Brauchen wir Kobalt? Ach du Schande. Wo ist... Ist das nicht auch irgendwas Hergestelltes? Anpinnen. Wird das hier immer angezeigt? Ja, das wird hier immer angezeigt. Kobalt wird aus unterirdischen Felseneinlagerungen gewonnen. Finde natürliche Höhleneingänge. Warnung. Viele Höhlen enthalten gefährliche Pflanzen, die man nicht rauchen sollte. Ich verstehe. Gut. Das möchte ich machen. Unterwegs verdichteten Kohlenstoff einsammeln. Höhlen. Hier gab es doch auch diese komischen Dingens. Unterirdische Höhlenartefakte oder so. Habe ich hier schon gesehen. Vielleicht in Richtung des Raumschiffes. Da. Unterirdisches Relikt. Da möchte ich hin. Das können wir uns gleich angucken. Geh. Geh. Abbauen. Jetzt bitte wieder die dicke Bubble. Wir brauchen einen richtig dicken Weg. Lampe. Ist die Lampe noch an? Kann die Lampe überhaupt an sein? Wenn ich hier drinnen bin. Kürbisknolle. Ach, dieses Spiel. Wie kann man das nicht spielen? Da, Kobalt. Nice. Lesen. Lesen ist wichtig. Auch in diesem Spiel offensichtlich. 10 Kobalt. Block. Wir haben genug Kobalt. Und wenn ich das jetzt mitnehme, bin ich nicht wieder des Todes? Wirbelwürfel. Hast du verdichteten Kohlenstoff? Nee, du bist nur Optik. Die Lampe, ja. Kann ich jetzt nicht modden. Geht nicht. Expeditionen mache ich nicht. Das würde mir einen Vorteil gegenüber anderen Spielern verschaffen. Und das wäre ziemlich pupu. Das macht man nicht. Aber wenn wir wieder alleine unterwegs sind. So ein bisschen Sauerstoff, habe ich gesagt. Ein ganz klein bisschen. Plock. Kurz auffüllen. Dieses hier. Ja, mit dem hier. Technologie aufgeladen. Ach, habe ich das vermisst. Ich mag die Stimme. Ich würde gerne meine ChatGPT-App mit dieser Stimme ausstatten. Und dann verdichteten Kohlenstoff Richtung Heimat. Also heimatlichen Raumschiff. Gar nichts. Verdichteter Kohlenstoff. Du hast es versprochen. Das ist doch unser Raumschiff, ne? Ja. 800 MIP oder so. 800 U. Sind wir denn so weit weg? Schade, dass man es noch nicht rufen kann. Aber darum geht es ja. Wir müssen das Raumschiff fit machen. Und dann alles Weitere.
Und warum gibt es da eigentlich keine Beschleunigerblume? Aber wir sind ja schnell genug unterwegs. Oh Gott, die Einschläge kommen immer näher. Hallo? Da, C+, verdichteter Kohlen. Unterirdisch? Muss ich jetzt hier rein? Das war aber nicht unsere Höhle, ne? Das ist ganz woanders, Leo. Ja, es stimmt, aber wenn ich so viel rede, dann komme ich manchmal durcheinander. Ja, kannst du mitnehmen. Ich denke, das wird reichen. Plock, plock. Haben wir denn wirklich alles? Ich, das war irgendwas. Ja. Ionenakku herstellen. Plock. Hergestellt. Haben wir, haben wir, haben wir. Ich glaube, wir haben nicht genug magnetisiertes Ferrit dann, wenn wir das ja auch noch reparieren müssen. Aber das werden wir sehen. Das können wir ja auch raffinieren. Müssen wir nur mit dem Swiffers wieder lang gehen. Wir stellen jetzt noch ein hermetisches Siegel her und eine Metallplatte. Ja, ich komme doch gleich hier zur Potte mit dir. Du Upgrade, du. So, das brauche ich. Und hermetisches Siegel, das brauche ich. Und jetzt bitte zurück zum Raumschiff. Und dann sind wir hier auch schon fertig. Ich möchte eine andere Farbe für das Jetpack haben. Kann man bestimmt alles anpassen. Machen wir auch. Und ich möchte ein Roboter werden. Unbedingt. Mit Roboterbeinen. Ich habe es im Trailer gesehen. Und ich nehme das als Versprechen. Region des Planeten Lapezu. Ja, hier scheint es auch verschiedene Biome zu geben. Das ist nicht Klappe die erste dieser Aufnahme. Aber die längste, die ich wegschmeißen musste davor, war irgendwie 10 Minuten oder so. Aber da hatte ich es halt massiv verpeilt gehabt, dass es diesen Scanner gibt. Und ich hatte manuell die Kristalle gesucht gehabt. Aber jetzt sind die Grundlagen wieder drinne bis hierhin. Und alles Weitere wird sich zeigen. Nach da hinten bitte. Aber ein schönes Spiel. Einfach ein schönes Spiel. Ja. Videospiele können nicht besser werden. Ich glaube, wir haben das Maximum erreicht. Alles, was wir machen können, ist jetzt genießen, was da ist. Und naja, die Kopien der Kopien der Kopien von diesen Werken genießen. Also ich bin dafür. Dankeschön, wir sind da. Raumschiff, mach es ganz. Ja, ja, zurück. Ja, 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 zurück. Ja, ja, zurück. Und hier noch. Reicht das jetzt alles? Plock, plock. Alles cool. Nice. Und jetzt können wir auch die Technologie installieren, oder? Oder haben wir nur den Plan? Erforderliche Teile? Warte mal, wir hatten doch hier das Dingens. Ist das nicht gratis? Doch, das ist gratis. Aber nur, wenn wir es auch so anwenden. Jetzt brauchen wir das nicht mehr bauen. Teleport-Empfänger. Jetzt können wir auf Distanz Kram rüberschicken. Die Startschubdüse. Ja, da brauchen wir Treibstoff. Entweder Uran oder Raumschiff-Starttreibstoff. Den wir selber basteln können. Wir haben schon zwei. Aber ich möchte ganz kurz die Grundlage verinnerlichen. Die Wasserstoff. Also Blau und Metallplatte. Okay. Verstehe. 40 zu 1. Also 50 Ferrit. Ich möchte noch der Routine wegen. Zum Auffrischen möchte ich jetzt hier noch zwei. Ein Treibstoff herstellen. Ne, zwei. Ist in Ordnung. Einmal bitte 50 Ferrit stoppen. Den Zwiffers bitte sofort. Es ist ein Notfall. 50. Gibt es irgendwas, was mehr Ferrit abwirft? Große Steine, ne? Ich denke, große Steine, aber jetzt bin ich auch zu faul zum Lauf. Ich laufe schon den ganzen Tag hier rum und die ganze Zeit das Gegröle wie auf so einem Festival. Also echt, das ist hier, glaube ich, das Brunstritual der Sandwürmer. Wo bin ich, auf Dune oder was? Heißt ich Paul Atreides, hä? Also mal im Ernst. Jetzt können wir auch drei herstellen. Ist okay, Mann. Ist okay. Aber erstmal zwei Platten. Hey, ist doch gut. Die Einschläge kommen immer näher. Wir brauchen viermal die Wasserstoff. Das waren 40. Pro Einheit nochmal gegenprüfen. 40. 4. Also 160. 160. Da drüben gibt alles. Block. Wird es reichen oder nicht? Das wird sich alles zeigen. Na los.
Plop, plop, plop. So schön. So entspannt, meine Güte. Außer wenn die Aliens aus dem Boden kommen. Was ist das? Verdichteter Staub. Nimm mal ein bisschen mit, ne? Oh. Muss aufgeladen werden. Na dann mach das. Multiwerkzeug. Kann man das nicht per Hotkey machen oder so? Da. Ja. Ja. Block. Warte mal, stopp. Kann ich das nicht mit nach oben machen? Ja, kann ich. Das kannst du haben. Kann ich das nicht hier auch bestätigen? Mit irgendeiner Taste, mit X. Können wir sogar mit dem Hotkey versehen. Das passiert öfters, ne? Also die 7. Ich nehme die 7. Aber wir müssen uns auch für eine Ressource entscheiden. Silikatpulver. Wir entscheiden uns zunächst für das Silikatpulver. Das klingt sehr unwichtig. Wird vielleicht später noch relevant. Die 7, funktioniert das? Ach nee, da kommen wir hier in das Menü rein. Das ist in Ordnung. 7 und dann... Kann ich das hier nicht mit der Taste bestätigen? Nochmal nach oben. Macht er nicht. Muss ich jetzt wirklich mit der linken Maustaste das bestätigen? Naja, dann kann man sich ja fast den Hotkey auch wieder sparen. Aber jetzt ist er aufgeladen. Die kleinste Bubble, bitte. Die kleinste Bubble der Welt. Riecht aber wie eine große. Ich weiß ja auch nicht, wofür wir das mitnehmen, aber vielleicht ist das ja die geheime Zutat, die es später im Spiel nicht mehr gibt. Wissen wir nicht. Finden wir raus. Minenlaser. Aber genug rumgetingelt. Starttreibstoff. Das ist unser Begehr. Dieser hier. Und auch dieser. Okay, können wir herstellen. Exoanzug. Wo ist der gelagert? Im Raumschiff. Wer hat ihn da reingepackt? Muss der ganze Kram auch auf dem Raumschiff sein, wenn wir den herstellen wollen? Ach, wir sind nicht in Reichweite. Also Ressourcen kann ich rüberschicken. Jetzt, theoretisch. Schnellübertragung. Ja. Nee. Ich habe doch den Teleporter installiert. Aber offensichtlich hat der auch seine Grenzen. Na gut. Was ist das hier ganz Besonderes? Kristallfragment muss auch noch gescannt werden. Mhm. Ein Kristallsplitter, der über eine äußerst dichte Struktur verfügt. Möglicherweise sehr wertvoll. Aber was bringt uns... Ach so. Analysieren bedeutet Kristall in brauchbare Materialien zerlegen. Na gut. Machen wir jetzt mal. Wir sind so frei. Ich möchte Treibstoff herstellen. Jetzt. Block. Ula. Was fehlt? Noch ungefähr 80 die Wasserstoff. Nee, Quatsch. 50. 50 die Wasserstoff. Ist das illegal? Bitte nicht. Bitte nicht wieder die Bullen schicken. Ah! Neuer Gegenstand katalogisiert. Navigationsdaten. Das ist immer was Besonderes, ne? Da müssten wir aber hinfliegen. Vielleicht für später. Ist doch gut, das ist dein Bau. Ich habe es verstanden. Also man kann es auch übertreiben. Sandwurmambiente. Hintergrundbeschallung zum Einschlafen. Naja, für Menschen mit Persönlichkeitsstörungen. C. Oder haben wir genug? Komm schon, jetzt ist aber auch, ne? Block. Block. Immer noch nicht. Noch 10. Lächerlich. Einfach nur lächerlich. Block, 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 block. 10 möchte ich haben. Jetzt. Und dann sind wir hier weg. Von diesem verfluchten Planeten. Ich möchte eintauchen in die Expedition. Wobei, wir sind mittendrin, ne? Adrift. Die treibende Expedition. Ich weiß, wer es hier treibt. Das sind die Sandwürmer. Ich höre das doch. Ich bin doch nicht blöd. Zum Raumschiff, bitte. Ihr Schlingel, ihr. Und aus der Luft bombardieren wir das da. Nein, machen wir nicht wirklich. Aber vielleicht später. Verdient hätten sie es ja. Diese Ferkel. Und hier runter. Mhm. Ich gucke nachher gleich nochmal nach, ob das das neue Schiff ist, was wir im Zuge vom Adrift-Expeditionchen hier bekommen. Raumschiff auffüllen, bitte. Block. Ah. Habe ich jetzt was verschwendet? Kann das sein? Kann man mit einer Flasche das Ding zu 100% voll machen? Oh, nicht, dass ich jetzt die 50, die schon drinne waren, quasi
in den Äther geschossen habe. Aber die anderen Flaschen können auch ruhig aufs Schiff, finde ich. Gut. Die sind 11.000 wert, die Kubusse. Hier können wir auch rein, ne? Eine Sekunde. Sollten wir uns angucken. Das hat der Random Number Generator hier nicht umsonst reingepackt. Kohlenstoff. Endlich. Und das war Kohle, ne? Ne, noch besser. Navigationsdaten. Also Arbeit. Auch nicht schlecht. Können wir Kohle mit verdienen. Bitte raus wieder. Ich guck ganz kurz. Und hier. Hotkey, warte mal, stopp. Ansicht ändern, Hotkey, natürlich. Looten tue ich am liebsten nach wie vor immer noch. Aus der Ego-Perspektive. Hotkey. Wir merken uns. Ne, da gehe ich von der anderen Seite. Kamera wechseln ist eins. Ja, eins. Raus hier bitte. Ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn wir hier unterwegs sind. Aber ich finde, ich mache sonst immer die Mausglättung in Spielen aus, aber hier ist erstmal, ich glaube, super schnelles Aimen nicht wirklich notwendig. Und zweitens, finde ich, macht die Mausglättung hier in diesem Spiel die ganze Führung sehr angenehm smooth. Da möchte ich nicht hin. Nein, nein. Möchte ich nicht. Da ist bestimmt der wichtigste Kram drin, aber das sind Eier. So, wir können, wenn wir wollen. Es wird Zeit, diesen gottverlassenen Planeten endlich zu verlassen. Fliegen tun wir, by the way, mit dem Pad. Und rumlaufen mit Maus und Tastatur. Wir können. Muss ich irgendwas Spezielles drücken oder so? Ach so, der Controller muss schon zum Spielstart eingestöpselt sein. Und jetzt können wir einfach mit R1 starten. Also RT hier am Xbox One Pad. Und endlich fliegen wir. Das war drehen, genau. Runter ist hoch und hoch runter. Wie sich das gehört. Umgekehrte Navigation in einem Raumschiff. Oh, da oben ist ein Ventilator. Ich liebe das Fluggefühl in No Man's Sky. Ändern wir jetzt auch die Perspektive mit der 1 hier drinne? Nein, das ist was ganz, ganz anderes. Aber das ist ein Kollege. Aber ist nicht so relevant, ne? Startet ein Raumschiff und fliege zu den Sternen. Gleich mit dem Hyperdrive oder erstmal so ballern. Oh, ist das schön. Hab ich das vermisst, ey. Ich wusste es nicht. Matrizium. Ja, Tritium. Schießen wir so komisch, ne? Mit A? Ja, mit A. Kann man die Waffen wechseln. Photonenkanone. Meilenstein abgeschlossen. Planet verlassen. Panda. Neuer Gegenstand katalogisiert. Platin. Oh mein Gott, da habe ich mich einmal ganz dumm und dämlich gesucht gehabt, bis ihr es mir verraten habt. Das war noch Zeiten. Nein, wir wollten Tritium. Ich glaube, das gab es hier. Können wir das gut erkennen, was ist jetzt? Was ist das Helle hier? Zeig mal bitte. Block. Tritium. Genau das suchen wir. Erstmal wieder hier in die Flugsteuerung reinkommen. Schneller. Waffenwechsel. Gibt es da irgendwas? Energie hierhin umgeleitet. Antriebe. Ach du meine Nase. Ach, das geht hier auch. Ne, das möchte ich nicht. Hat an, hat aus. Mission durchschalten. Und mit Digi nach oben. Ah. Können wir hier die Energie fluktuieren. Was ist das? Warum sind da Quallen im All? Ich habe keine Ahnung. Ich möchte bitte mehr Waffen auf die, Quatsch, mehr Energie auf die Ballermänner. Draufhalten. Ach, guck mal, da gibt es auch andere Ressourcen in den hellen Steinen. Ich verstehe. Tritium wollen wir. Oder war das zufällig ein dunkler Stein? Ich guck mal lieber nach. Das ist alles, ne? Ja, es ist natürlich ein bisschen irritierend. Alles ist irgendwie alles. Haben wir schon Raketen? Weiß ich nicht. Können wir doch nachgucken, ne? Zeig mal bitte. Wir haben Photonenkanonen. Und Raketen, sage ich doch. Wie feuere ich die Raketen ab? Eine gute und berechtigte Frage. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben hier. Ah! Y-Waffenwechsel. Ah, nice.
gibt es gute Ressourcen? Haben wir genug Tritium? Können wir jetzt auch Kram hier herstellen? Die Explosionen sind neu. Hier im All. Hundertprozentig. Also, seit ich das letzte Mal gespielt habe, da haben sie was gemacht. Ihr könnt mir doch nichts verschweigen, Hello Games. Wie heißt das nächste Spiel von denen? Light No Fire, ne? Ja, Tritium Cluster. Ist gut. Was ist mit denen hier? Kann man die essen? Oh, tatsächlich. Aber nicht, dass das wie mit den Hühnern ist. Bei A Link to the Past. Oh! Sie sind hier! Abhauen! Verdammt nochmal. Ich dachte, die wären lieb, wie die Quallen, die rumfliegen bei Avatar. Offensichtlich nicht. Da, Tritium Hypercluster. Analysieren. Hammer. Wir haben jede Menge Tritium. Müssen wir das auch aufladen? Ja, das sogar mit Tritium. Wer hätte das gedacht? Aber das finden wir sowieso mal. Das Ding lade ich erst auf, wenn es mir hingewiesen wird, wenn es mir gezeigt wird. Mhm, Goldklumpen. Analysieren. Analysieren. Könnte man sicherlich auch gut verticken. Munipäckchen öffnen. Oh, was? Gefahrenschutzmodul? Fürs Schiff? Oder? Nein, für einen Anzug, ne? Das ist das mit dem Schild. Das synergiert doch hiermit, oder? Ja. Und wenn wir ein drittes haben, dann ploppen wir die hier rüber. Das ist gut. Aber da war ja noch... Wir haben theoretisch ein drittes, ne? Das da. Deswegen packen wir das jetzt hier rüber. Und stellen hier ein neues her. Antimaterie und Natriumnitrat kriegen wir erst wieder auf dem Planeten. Aber Antimaterie können wir doch jetzt herstellen. Da war noch was, ne? Antimaterie, die Bubble bitte, die alles entscheidet. Block. Eins reicht erstmal. Oh, Natriumnitrat. Aber zu wenig. Wir gehen erstmal auf die Raumstation, nachdem ich hier die Prämie freigeschaltet habe, was ich jetzt schon getan habe. Aus Technikgründen leider ohne Aufnahme bekommen haben wir überlegenes Scan-System-Upgrade sowie leistungsstarkes Start-Schubdüsen-Upgrade. Was wir gleich einbauen wollen. Na, wo ist der Kram? Beim Raumschiff gleich. Wurde gleich eingelagert, ne? Das ist gut. Können wir damit Sprit sparen? Wo steht das? Da. Potenzielle Verbesserungen beinhalten Starteffizienz, wichtig, und Geschwindigkeit des Raumschiffes, auch irgendwo wichtig. Aber das Ding hat echt nicht viele Slots, ne? Ich würde die auch erstmal intuitiv untereinander schalten. Nein, hier. Block. Lernen und anbringen. Ja, die synergieren, aber ich glaube, wir können auch da lang gehen. Zur Not dann. Ja. Ist das auch übertragbar? Ja, ist wie ein Puzzlespiel geworden. Oder ein Wimmelbildspiel. Ja, das ist es sogar am allermeisten. Scannermodul. Fürs Schiff, oder? Nee, hier wieder für den Anzug. Das muss aber dann damit synergieren, ne? Ja. Aber ich kann es ja schon mal hier platzieren. Oh, Backe, das ist ja alles im Eimer. Aber warum? Was für eine Frechheit. Minenlaser. Das ist Blitzwerfer. Das muss hier... Ach, guck mal, das geht sogar über Ecke. Die müssen einfach nur nebeneinander sitzen. Das ist ja nice. Das ist ja ganz großartig. Sci-Fi-Wimmelbildspiel. Und du kannst versetzt werden und du kannst daneben. Zack, sie synergieren. Und das ist das Analysevisier. Ja, und wenn wir die repariert haben, können wir die auch... durch die Gegend schieben, wenn wir wollen. Aber dafür müssen wir erst wieder runter. Machen wir auf dem nächsten Planeten. Schlage ich vor. Doch nun, Raumstation, die da drüben ist. Das war der Scanner. Ja, und das da ist was? Tritiumreicher Asteroid. Habe ich das gerade erscannt? Ganz offensichtlich. Aber wir haben genug Tritium fürs Erste. Wir ballern darüber. Mit dem Hyperdrive. Können wir machen. Kann ich das auch anpinnen irgendwie? So. Stopp. Ich glaube, ich habe was verkehrt gemacht. Entschuldigung, ich habe was ganz Falsches angeguckt. Das ist nicht... Nein, das ist nicht da, wo wir hinwollen. Das da. Oh, Schande, jetzt hat's geruckelt. Das da ist das, wo wir hinwollen. Die Raumstation. Ich habe mich völlig verguckt. Ich war heute schwimmen.
Mein Kopf war nahezu eine Stunde unter Wasser. Naja gut, bin ein bisschen spät dran gewesen. 45 Minuten. Und diese Sequenz liebt der YouTube-Codec. Keine Sorge, euer Bildschirm ist ganz. Ich weiß nicht, wie das bei 4K jetzt ist. Ist wahrscheinlich schlimmer als jemals zuvor. Nein, eigentlich möchte ich... Stopp. Ich möchte dahin. Genau darauf gucken. Ach, markieren mit X. Ich hatte mich schon gewundert gehabt. Ist es jetzt markiert? Ja, irgendwie schon. Aber irgendwie auch nicht. Ist schon sehr stylisch, nach wie vor. Mhm. Und erst der große Sprung dann von Sternsystem zu Sternsystem. Wie ist das jetzt sicher? Ist das Ding verlassen oder nicht? Weiß ich nicht. Kann ich das auch mit dem Hotas spielen? Nee, glaube ich nicht. Na? Come on. Oh Gott, da ist er wieder. Der Soundtrack. Ula! No Man's Sky. Ja, wirklich perfekt. So eine Expedition. Wenn man das Spiel lange nicht mehr angefasst hat. So, mal reinkommen. Man wird ja quasi durch den Urschleim einmal geführt. KZ, KZ, ZT. Das sagen wir übrigens auch, wenn wir irgendwas in den Textchat eintippen. Wahrscheinlich, weil das unsere Sprache ist. Irgendein Wort aus unserer Sprache. Das automatische Repeater-Signal der Raumstation sendet einen statischen Impuls aus, der stark genug ist, um den Kommunikator meines Raumschiffs automatisch zu aktivieren. Ich warte auf eine weitere Nachricht, aber es gibt nichts als Stille. Der Äther ist tot. Kommunikator trennen. Und nun? Die Raumstation verlassen? Erforsche? Die... Was? Das ist doch... Ist das nicht genau das, wo wir hin sollen? Ich steig kurz aus. Ist das hier? Weiß ich nicht. Bin ich hier falsch oder richtig? Was sagt der Scanner? Ich laufe hier erstmal rum. Da drüben. 61. Oh, nee, das ist hier schon alles korrekt. Aber wie cool das aussieht, oder? Gibt's hier nicht einen Fotomodus? Ja, gibt es. Hat jetzt einen Hotkey. Wie schieße ich das Bild? Weiß ich nicht. Finde ich gleich raus. Linke Maustaste. Absurderweise. Schön. Hat er gespeichert. Wir können weiter. Mhm. Ich glaube, ich hätte auch einfach nur wieder auf 2 drücken müssen, ne? Nee. Rechte Maustaste. Noch besser. Noch viel, viel besser. Die Lampe, bitte. Was ist hier los? Was ist hier passiert? Raumstations-Navigationssignal. Licht aus. Meilenstein abgeschlossen. Ach, schön, wie wir hier durchgeleitet werden. Kann ich irgendwas mitnehmen oder so? Terminal des galaktischen Marktes. Aber wir können hier noch einkaufen. Das ist ja schon mal schön. Brauchen wir irgendwas? Planetenkarte leer. Verrostetes Metall. Wir sind auf Kaufen. Na gut. Ach hier, das haben wir mit Absicht geklaut. Oh. Ach ja, stimmt. Man konnte hier auch echt viel Kohle mit dem Handel verdienen, wenn man so ein bisschen sich Überblick verschaffen hat über die verschiedenen Märkte. Ach, das war ja nice. Kann man das mittlerweile automatisieren? Bestimmt. Das Spiel ist so groß geworden. Vertick das Ding. Na klar, ey. Und dann die Würfel. Wo sind die Würfel? Oder haben wir die irgendwie schon gegessen? Kann das sein? Haben wir die irgendwie analysiert und irgendwas dafür bekommen? Sind die hier nicht verkaufbar? Kaufen die die Würfel hier nicht an? Das ist möglich, ne? Verkäufliche Gegenstände. Ja, das würde es sein. Na gut. Fehler. Fehlende Daten. Mordit. Das bekommen wir doch auch, wenn wir Tiere töten, oder? Ja. Da steht es. Sie wird von den Kadavern sterbender Kreaturen freigesetzt, kann aber auch von der Mordit-Wurzelpflanze gewonnen und speziell kultiviert werden, wenn wir eine Basis haben. Ob wir eine bekommen, das entscheidet die Expedition der Treibenden. Adrift. Ich muss damit aufhören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist. In Bezug auf den YouTube-Algorithmus. Aber ist irgendwie lustig. Ja. So, was noch? Lichter aus, abgeschlossen, neue Belohnung verfügbar. Na dann, nimm mal mit hier, ne?
Hyperantriebpläne, Signalbooster. Nice, chromatisches Metall. Okay, und ein Mikroprozessor. Nice, nice, nice. Ein Atlas-Pass V3 nötig, dass die Lobby für die Extra reichen. Wir müssen dann weiter, ne? Ja. Unser nächster Auftrag ist die Installation von einem Hyperantrieb. So, gut. Na dann, gucken wir uns mal das Ganze an. Aber wir wissen es ja eigentlich, chromatisches Metall. Anpinnen, wird wieder ganz fein. Ah, das ist ja herrlich, hier wird ja alles erklärt. Wunderbar. Dann können wir unsere Köpfe beim nächsten Mal vorne an der Garderobe abgeben. Verwende linke Maustaste, um in leeren Inventarplätzen Dinge herzustellen. Ach, interessant. Chromatisches Metall wird in einer Raffinerie aus den Sternmetallen hergestellt. Aus den Sternmetallen Kupfer, Cadmium, Emeryl und Indium. Je seltener das Sternmetall, desto mehr chromatisches Metall wird erzeugt. Ach so, da müssen wir nur eine Sache reinfriemeln. Ich verstehe. Und hier brauchen wir auch unter anderem... Ach so, nee, wir brauchen auf jeden Fall chromatisches Metall und Kohlenstoff-Nanoröhren. Und diese... Und diese werden hergestellt aus Kohlenstoff. Das ist ja toll. Wie viele waren das jetzt nochmal? Warte mal, das kann ich mir doch hier besser anzeigen lassen. Ne? Gibt es ja kein Journal oder so? Nein, nein, macht das weg. Wir könnten auch nochmal gucken gehen, ob wir das einkaufen können. Wollen wir aber nicht. Nein, wir wollen das selber survivalmäßig. Wollen wir das erfassen? Nochmal gucken. Anpinnen. 5. Ja, aber wie viel war das nochmal pro Mikroprozessor? Das haben wir gar nicht nachgeguckt, Leo. Ach so. Und deswegen auch die Verwirrung. 40 und eine Nanostoffröhre. Also ordentlich Ferrit. Unten auf einem Planeten. Gibt es hier mehrere Planeten? Kann ich hier irgendwo eine Sternkarte aufmachen? War da was? Oder kann ich draußen nur gucken? Das ist ja echt cool mit den Expeditionen. Hätte ich nicht gedacht. Da! Riolette! Aktiviert das Kupfer. Uran! Damit können wir auch unseren Startantrieb, unsere Startschubdüsen, was für ein schwieriges Wort, können wir damit füllen. Hohe Wächteraktivität. Naja, dann lassen wir die Gravitinowelle einfach mal liegen, würde ich sagen, zur Abwechslung. Aber ich würde schon ganz gerne darüber. Entdeckt von Hello Games. Beide Planeten sogar. Na, ach nee. Na, ach nee, natürlich waren die zuerst da. So. Na, dann mal rüber. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.